So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Und was beim letzten Mal passiert ist, das habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen. Aber bestimmt werde ich gleich wieder mich dran erinnern. Wenn Gott dann will, ne? Ja. Ich versuche mich gerade so dran erinnern. Ach so, wir waren mit Peter immer noch zugange. Wir sind seit 4 Folgen mit Peter am Start. Ist okay. So, er klimpert ein paar falsche Töne und dreht sich wieder um. Er ist nicht zornig auf mich, sondern nur ein bisschen genervt. Ach ja, wir hatten ihn ausgefragt, ne, wegen den, wie nennt sich das gleich, wegen dieser geheimnisvollen Tür. Und, ja, er war genervt darüber. So, schließlich setzt er wieder dieses traurige Lächeln auf, das er die ganze Zeit mit sich herumträgt. Schon eine gute, das ist ja alle keine Probleme, wenn du aufhörst, immer überall deine Nase reinzustecken. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nun verstehen soll. Schlecht? Nein, das wäre herzlich gemeint. Ich weiß nicht, wie er es meint. Du bist sie gefesselt, aber manchmal versuche einfach, eine bisschen zurückzunehmen. Oh. Ich gebe ihm einen Stoß mit dem Ellbogen und sehe ihn leicht beleidigt an. Ich weiß, dass er im Grunde genommen recht hat. Ich bin manchmal etwas echt anstrengend. Einen Moment lang vergegenwärtige ich mir wieder, dass wir so gut miteinander klarkommen. Er ist so nett zu mir. Warum fühle ich mich eigentlich nicht von ihm angezogen? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, wissen wir nicht. Warum verspüre ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, Lust, mich an seinen unausstehlichen Bruder ranzumachen? Warum eigentlich? Dagegen spüre ich jetzt gerade, wo ich ganz ruhig bin, ruhig auf Peters Bett sitze, nur so etwas wie ein Freundschaftsgefühle. Das alles wäre viel einfacher, wenn es etwas anderes wäre. Ist das so? Na, ja gut, ich meine jetzt Freundschaftsgefühle für Peter zu haben, ist ja, Liebesgefühle, nee, weiß ich nicht. Ich bleibe noch einen Augenblick in lang in Peters Zimmer und merke, dass ich auf seinem Bett ein wenig vor mich hindöse. Süß, und stört das überhaupt nicht, ne? Er rüttelte mich sanft, auch niedlich. Es ist eine Zeit, zu Bett zu gehen, glaube ich. Ich nicke und schaue ihn müde an, dann strecke ich mich. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen, außerdem muss ich noch meine Sachen für morgen packen und eine Dusche nehmen. Das Leben ist sehr hart. Sich mit ihm darüber lustig machen. Ja, komm. Mach dich nicht lustig, du hast ja keine Vorstellung von dem Höllenleben, das ich hier durchstehen muss. Allein schon eure Vampirgeschichten. Arme kleine Sahnetofelchen, ich könnte dir beinahe weinen. Wenn ich deine Leid so vor mich sehe, ich könnte dir eines meiner mechalonischen Stücke widmen, wenn du möchtest. Oh, ja, komm. Ich schaue ihn skeptisch an und stecke ihm die Zunge raus, was aber lustig gemeint ist. Dann stehe ich auf und laufe zur Tür. Warum gehen wir nicht zur Tür? Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, ihr Sahnetrufelchen. Ihm danken. Und danke. Er wirft mir einen liebevollen Blick zurück und wendete sich dann wieder seinem Klavier hin. Ja, er musste nicht schlafen. Vampire bleiben ja bekanntlich nachts wach, ne? Als ich den Flur entlang laufe, zu meinem Zimmer zu gelangen, kann ich nichts anderes und starr auf die ominöse Uhr. Tür, die in das geheime Zimmer führt. Ich würde da so gerne mal reingucken. Dieses komische Verbot bekomme ich einfach nicht aus meinem Kopf. Wenn es nach mir ginge, würde ich sofort nachsehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich will es auch wissen! Ich schaue nach. Komm, wir schauen nach. Als ich mich gerade mit klopfenden Herzen auf die Tür zubewege, höre ich ein Geräusch auf den Gang. Mist, jetzt ist also nicht der richtige Zeitpunkt, um das Mysterium zu lüften. Ich gehe also zu mir und sofort rein ins Badezimmer. Meine Tür schließe ich ab. Ich habe keine Lust, dass Drogo hier reinkommt, wenn ich im Duck bin. Wobei, freche Gedanken haben. Meine Fantasie geht einen Moment lang mit mir durch und ich träume davon, wie ich mit Drogo zusammen ein schändliches Bad nehme. Ich spüre, wie sich meine Hände an meinen Körper herabtasten und er von meinem Mund kostet. Ja. Komm schon, Sahnetrüffelchen, hör auf, dich wie ein pubertäres Mädchen zu benehmen. Dass seine Hormone nicht unter Kontrolle hat. Drogo ist ein riesen Vollidiot, genau, ein Vollidiot. Ja, was denn auch sonst? Ich sehe im Spiegel, wie ich im Gesicht rot werde. Ich bin wirklich unverbesserlich. Eigentlich brauche ich jetzt gerade gar kein warmes Bad, sondern eine kalte Dusche. Wäre sinnvoll, glaube ich, um einfach mal wieder runterzukommen. Seufzend ziehe ich mich aus. Oh, wenigstens eine halbe Stunde lang möchte ich alles um mich herum vergessen. Drogo, Nikolai, Lori, Inka,
Ich schaue verloren vor mich hin und spiele ein bisschen mit dem Schaum. Ich glaube, ich habe diese kleine Verschnaufspause nur für mich allein dringend gebraucht. Nach einer Dreiviertelstunde Entspannung steige ich wieder aus dem Wasser. Ich trockne mich schnell ab und ziehe mir ein T-Shirt über. Im selben Moment höre ich, wie am anderen Ende des Ganges eine Tür klackt. Ich denke mal, dass Drogo von seinem nächtlichen Ausflug zurückgekehrt ist. Ich versuche gar nicht darauf zu achten. Ich muss unweigerlich an Drogo denken. Na, wir versuchen jetzt mal nicht darauf zu achten. Ich versuche nicht weiter über die Ereignisse des Abends nachzudenken. Es geht mich einfach nichts an. Nur weil ich jedes Mal, wenn wir uns begegnen, ein Kribbeln in meinem Körper verspüre, habe ich noch lange kein Anrecht auf ihn. Wer weiß, mit wem er eigentlich gerne rummachen wollte. Wollte? Wollte. Wir haben was Neues gelernt, das Wort. Wollte. Aber ich werde deshalb nicht gleich eifersüchtig werden. Auf keinen Fall. Okay, meine lieben Kinderchen, das war's. Und es war wieder nicht ausschlussreich, weil wir wissen jetzt nicht, was jetzt hinter dieser Tür ist. Und, ich glaube, wir hätten mal nachgeguckt, ne? Ob wir das machen sollen? Ich bin gespannt. Ich wüsste so gerne, was dahinter ist. Also, meine Kinderchen, vielleicht beim nächsten Mal und ciao.